Mahlzeit. So, mal wieder ein Video von mir, war jetzt mal wieder ein bisschen still. Bin heute auch nicht so unbedingt gut drauf, aber Video muss ja abgedreht werden. Hintergrundgeräusche ist das Fenster, weil das Fenster ist offen. Habt's ja schon gelesen, um was es geht. Es geht um Traxxas eMax, den ich mir jetzt geholt habe von einem extrem netten jungen Mann, sage ich mal. Ja, korrekter Kontakt, alles super geklappt. Ja, ich fange einfach mal an mit, was dabei war so. Erstmal haben wir hier eine Karo. Das ist, glaube ich, Apokalypse heißt die von Proline. Summit Karo. Ordentlich lackiert, kann man nicht sagen. Hat ordentlich Gewicht. Durch den Käfig und so. Seht ihr ja dann im Running-Video von dem Auto, wie das Ganze aussieht dann, wenn das alles zusammen ist. Dann haben wir hier noch eine Karo, die hat er als experimentelle Karo genannt oder bezeichnet. Ganz lustig. Hat alles versucht hier, Farbverläufe zu machen, anscheinend wie so ein Regenbogen. Ist aber nicht ganz gelungen. Ist eine nagelneue Jeep Cherokee Karo. Keine Löcher gebohrt, kein Kratzer, nichts. Mal gucken, was ich damit noch mache. Bin ich mir noch nicht so sicher. Mal schauen. Dann noch eine dritte. Und zwar die Originale. Ziemlich abgerockt. Aber ich habe einfach gesagt, ach, schick mit. Hier ist ein Schalter drin. Hier hat er sich so Lampen drin gemacht. Und hier mit Draht die Splinte gesichert. Ja, die hat es, wie gesagt, die hat es eigentlich hinter sich, aber zum weiter kaputt fahren reicht's. So, dann haben wir Reifen. Und zwar haben wir hier den ersten Satz. Das sind Lois Cyclone Monster Truck Reifen. Das sind die ohne Offset, glaube ich. Riesenteile. Vom Grip her, also vom Gummi her, extrem weich. Ich weiß nicht, wie die sich dann verhalten. Beim Fahren muss ich mal schauen, sind nagelneu auf jeden Fall. Vier Stück natürlich. Hier sind die anderen zwei. Mir geht nur gerade ein bisschen so der Platz aus. Dann Onroad-Reifen. Das sind, so wie Benny mir gesagt hatte, von Geminossi Playground, dass das von Absima welche sind. Ja, kann sein, keine Ahnung. Habe ich nicht nachgeguckt. Sind halt so druggy Onroad-Reifen mäßig. Dann die originalen Reifen, die dabei waren beim eMax, mit diesen Mischungen aus Summit und Erevo-Profil, diese moderneren oder neueren Reifen davon. Weiß nicht, zweite, dritte, vierte Generation eMax, keine Ahnung. Dann war noch dabei eine Programmierkarte von Castle. Ist natürlich Castle Mamba Monster drin, verbaut. Dann hat er mir noch beigepackt die normalen, na wie heißen die Dinger? NIM-Akkus. Dann 2x2S, 7500er Zippy-Akkus mit 30C. Die passen perfekt rein. Huch, schon wieder dran gekommen. Mit Traxxas-Steckern. Dann war noch dabei ein bisschen was Neues. Hier haben wir zum Beispiel eine Antriebswelle. Hier sieht man nochmal, wie fett die sind. Also wenn ihr jetzt hier meinen Daumen seht. Echt fette Wellen beim eMax. Echt krank. Dann noch eine hintere Dämpferbrücke. Das ist nämlich so ein Schwachpunkt beim eMax. Die bricht immer mal gern. Hier sind noch andere Akkuhalter. Die höheren sind das. Akkuklemmen. RPM-Querlenker. Ein Satz. Ich weiß gar nicht, ob schon welche verbaut sind. So genau habe ich mir das Auto noch gar nicht angeguckt. Ich war heute wieder den ganzen Tag unterwegs. Dann haben wir noch. Ich schmeiße das einfach mal hier so hin. Ups.
machen Teile. An dem Auto ist schon einiges gemacht. Zum Auto komme ich natürlich gleich. Hier haben wir so eine Schachtel. Hier ist ein TÜV drin. Die originale Lenkung, ein paar Ritzel. Die originalen Radmitnehmer. 17 mm. Servosaver. Da unten ist noch ein TÜV. Also Tellerrad und. Ihr wisst schon, ich komme gerade nicht drauf. Hier haben wir nochmal eine Wheelie Bar. Hier haben wir nochmal einen Lenkhebel, ein Bulkhead, ein Hauptzahnrad mit 6810. Hier haben wir nochmal eine Dämpferbrücke, die ist auch noch okay. Ich weiß nicht, was er verbaut hat. Hier ist Axial, keine Ahnung, was das ist. Originale Stoßstange, originalen Karohalter. Hier haben wir nochmal einen Lenkhebel. Jo. Das dürfte es jetzt eigentlich, ich glaube, soweit gewesen sein. Muss ich mal gucken, wenn ich das zur Seite schiebe. Ich glaube, das Auto passt da trotzdem nicht hin. Mal gucken, wie ich das jetzt hier so einfädel. Tada! Da ist er. Ist schon einiges dran gemacht. Also wie gesagt, Mamba Monster ist verbaut. Das originale Karohalter von Proline, die geschraubten, die ich damals auch schon am Slash hatte. Andere Radmitnehmer mit Spurverbreiterung sind verbaut, die richtig geile Nüsse haben, finde ich. Also Schrauben. Aluminium Bulkhead vorne und hinten, Firma weiß ich nicht. Entweder Integy oder Fastlane Machine, keine Ahnung. Wheelie Bars verbaut, andere Stoßstangen vorne und hinten, also Bumper quasi. Was ist noch verbaut? Titan Skidplates sind verbaut vorne und hinten von Integy. Alu-Lenkung von Integy ist verbaut. Was ist noch verbaut? Spiel hat eigentlich nichts. Es ist alles tipptopp in Ordnung hier. Ich habe schon mal so ein bisschen durchgeschaut. Servos funktionieren auch alles. Ja. Bin eigentlich soweit schon mal zufrieden. Jetzt muss ich nur noch hier das Ganze umlöten. Hier ist noch Y-Kabel dabei. Das Ganze noch umlöten. Ich weiß leider noch nicht, wann ich das schaffe. Ob ich das heute mache noch oder morgen. Keine Ahnung. Heute glaube ich nicht. Mich plagen ein bisschen Kopfschmerzen. Ich muss mal schauen, ob ich morgen Zeit finde dazu. Morgen Abend muss ich mal sehen. Dann wird auch bald das erste V-Video folgen davon. Vielleicht kommt morgen noch ein Unboxing. Ich erwarte nämlich noch was von Spielzeug-Apen.de. Da kommt auch noch was. Dämpfer sind die originalen, nur mit Söckchen drum. Empfänger ist jetzt von der CR3P drin, also beziehungsweise eben von Hobby King. Ja, das soll es eigentlich soweit gewesen sein. Macht einen guten Eindruck, recht massives Auto. Mal schauen, wie er sich so fährt. Bin ja natürlich auch gespannt auf das Mamba Monster System. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao. Das ist ein Bieröffner. Das trifft sich echt gut. Ich weiß schon genau, wo ich den hinpacken werde. Ich habe mir nämlich jetzt vor ein paar Tagen einen Garten zugelegt, den ich umbauen will. Da werden wahrscheinlich sogar ein, zwei Videos kommen, weil mich der Laser, den interessiert sowas, so eine Umbauten. Und da habe ich ihm versprochen, dass ich ein Video machen werde, und ich werde das wahrscheinlich auch öffentlich machen.